Hallo und herzlich willkommen bei Katplosiv. Der deutsche Klerus erscheint an der LGBTQ-Frage zu zerbrechen. Vor einiger Zeit hat ein Pfarrer aus NRW auf eigene Faust eine sogenannte Segensfeier in seiner Kirche inszeniert und wurde daraufhin von Kardinal Wölki gemaßregelt, so wie es das Kirchenrecht auch vorschreibt. Aus Protest auf diese Maßregelung, die ja vollkommen berechtigt war, rufen verschiedene Modernisten jetzt zum Protest gegen Kardinal Wölki auf, indem sie eine Pseudo-Segensfeier vor dem Kölner Dom abhalten und das mit Unterstützung des Klerus, natürlich des liberalen Flügels der katholischen Kirche hier in Deutschland. Damit möchte man bewusst Kardinal Wölki in die Ecke drängen und übergeht das Verbot von Papst Franziskus, diese Segensfeiern durchzuführen. Es ist also eine Teilung im deutschen Klerus und ein Ungehorsam gegenüber dem Vatikan. Nur um diese Segensfeiern, die ja auch gar keinen theologischen Rückhalt haben, durchzusetzen. Jetzt meldete sich Kardinal Marx zu Wort. Er nahm nicht direkt Stellung zu dieser Segensfeier, die in Köln ansteht, aber er sprach sich dafür aus, dass man gleichgeschlechtliche Paare doch segnen könne und solle, selbst wenn Rom es verbietet. Und das alles jetzt, wo dieser Protest ansteht. Anstatt dass der Kardinal den anderen Kardinal stärkt, die Wogen glättet, gießt Kardinal Marx nur noch mehr Öl ins Feuer, nur um seine synodalen Bestrebungen, die Zersetzung der katholischen Kirche, weiter voranzutreiben. Kardinal Wölki hingegen bleibt der Kirche und der Lehre der Kirche treu. Er wird natürlich durch den medialen Fleischwolf gedreht. Kardinal Marx fällt ihm quasi in den Rücken, anstatt dass er aus seiner Position heraus, dass er Kardinal ist, irgendwas tut und sagt, was die Wogen glättet, gießt er, wie gesagt, nur noch mehr Öl ins Feuer. Er ermutigt quasi diese Leute, die ihren Protest in diesem sakrilegischen Verhalten vor dem Kölner Dom zum Ausdruck bringen, denen verleiht er noch Rückenwind, denen stärkt er ihre Position und positioniert sich damit ganz klar, auch wenn das nicht so ausgesprochen hat, gegen Kardinal Wölki. Denn Kardinal Marx, er wird schon wissen, was gerade im Erzbistum Köln los ist. Und er wird auch wissen, dass diese Segensfeier jetzt für Mittwoch angekündigt wurde. Und das aus Protest gegen den katholischen Kardinal Wölki. Aber liebe Zuschauer, während dieser dubiosen Segensfeier seid auch ihr aufgerufen, nach Köln zu kommen und sich dem Rosenkranz-Kreuzzug anzuschließen, welcher gegen dieses Sakrileg anbetet. Ich selber bin leider nicht dabei, weil ich krank bin, aber jeder, der es einrichten kann, sollte es definitiv tun und seine Zeit dem Herrn aufopfern und für die Wahrheit einstehen. Die Befürworter des synodalen Weges, sie treiben ihre sakrilegischen Handlungen bis ans Limit. Sie widersetzen sich jeder Anweisung aus Rom. Sie haben die Gläubigen schon gespalten. Es gibt ein katholisches, glaubenstreues Lager und ein liberales Lager. Jetzt wird der Klerus auch noch, wie es aussieht, ganz offensichtlich gespalten, Kardinal gegen Kardinal. Priester gegen Priester, Bischof gegen Bischof. Wo soll das noch hinführen? Außer natürlich in ein Schisma. Es sieht wirklich so aus, als ob es demnächst zu einer Entscheidung kommen muss, dass die glaubenstreuen Katholiken sich entscheiden und dass die liberalen Synodalkatholiken sich entscheiden und dass diese dann eine eigene Kirche gründen müssen. Denn katholisch ist das, was sie tun, schon lange nicht mehr. Ganz wichtig für uns in dieser Situation ist es, zu beten. Wir müssen für die Einheit der Kirche beten, für Papst Franziskus und für die Umkehr der abgefallenen Geistlichen
hier in Deutschland. Auch sie sind geweihte Priester und wir müssen für ihre Bekehrung beten, dass sie wieder umkehren von ihren finsteren Wegen hin zum Licht der Welt, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich effektiv etwas tun wollt, geht dorthin. Um 18 Uhr, meine ich, wird sich getroffen und dann wird gemeinsam Rosenkranz gebetet vor dem Kölner Dom. Alles ganz friedlich und wir setzen ein Zeichen für den katholischen Glauben, für unseren Herrn Jesus Christus. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.